Hallo meine Wundervollen! Im heutigen Video geht es mal wieder um Dreads. Und wie ihr im Titel sehen könnt, geht es darum, wie bekomme ich die Extensions so in die Dreads rein, dass sie drin bleiben, nicht rausfallen und dass es auch gut aussieht. Wenn ihr die ersten Videos zu meinen Dreads geguckt habt, wisst ihr, dass ich in all meine Dreads Extensions reingemacht habe. Bis auf einen kleinen Dread hinten am Hinterkopf, da habe ich keine reingemacht. Ansonsten habe ich in alle Dreads Extensions reingemacht. Und heute möchte ich euch zeigen, wie das geht. Zur Vorbereitung braucht ihr eine größere Häkelnadel. Also alles ab 3 bis 4, 6 geht auch noch. Und ihr braucht eine kleinere Häkelnadel, um den Dread an sich herzustellen. Meine Häkelnadel hat die Größe 0,6. Das kann ich sehr empfehlen. Das tut noch nicht so weh, wenn man sich damit in den Finger piekt. Und die ist klein genug, um einen schönen Dread herzustellen. Jetzt geht's aber los. Sucht euch einen Dread auf eurem Kopf, der jetzt verlängert werden soll. Und alle anderen Dreads, die nicht verlängert werden sollen, die packt ihr weg und an die Seite. Jetzt müsst ihr mit der größeren Häkelnadel ein Loch in den Dread reinpulen. Natürlich eher am unteren Ende, aber nicht am ganz unteren Ende. Also am fast unteren Ende muss dieses Loch reingepult werden. Denn jetzt zieht ihr eure Extensions-Haare mit der Häkelnadel durch dieses Loch durch. Es ist ein bisschen tricky, das klappt nicht immer gleich von Anfang an, aber es klappt, habt Geduld, übt ein bisschen, entfernt die überschüssigen Haare. Jetzt müsst ihr anfangen, das Ganze miteinander zu verhäkeln und das geht ganz genau so, wie man auch einen Dread macht. Also reinpulen, zerfilzen, und einfach runterhäkeln die ganze Geschichte. Siehst du? War doch gar nicht so schwer, oder? Ich habe alle meine Dreads auf diese Art und Weise verlängert und die Extensions halten bombenfest. Ich bin zufrieden mit dieser Methode. Wirst du diese Methode auch ausprobieren für deine Dreads? Verlängerst du deine Dreads überhaupt? Hast du überhaupt Dreads? Schreib es mir doch mal in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte an alle deine Bekannten weiter. Gefiel es dir nicht? Sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen. Mua.